Ist der dritte oder vierte Zander. Schön auf dem Fireball jetzt gefangen. Jetzt haben wir sie endlich am Band, haben lange gesucht. So kann es weitergehen. Ich zeige euch jetzt mal, wie so ein Fireball-System aufgebaut ist. Wie man das montiert und wie man damit fischt. Ein Fireball-Jigkopf hat einen relativ kurzen Haken und zwei Ösen. An die obere Öse kommt der Wirbel, den wir mit der Hauptschnur verbinden, und hier unten wird ein Drilling montiert, damit auch der Schwanzbereich des Fisches abgedeckt ist. So, wir nehmen uns dafür ein Todesrot auf. Das war in den letzten paar Stunden sehr fängig. Es wird durch den Kopf gestochen, damit es schön fest sitzt. So, der Einzelhaken sitzt im Kopf des Fisches und der Drilling, der wird im hinteren Teil des Köderfisches befestigt. In etwa so sieht das Ganze dann aus. Hier ist die Hakenspitze frei und der ist im Schwanzbereich. Je nachdem, wie groß der Köderfisch ist, sollte man sich diese Stahlvorfächer unterschiedlich lang machen. Aber solange der Haken so in diesem Bereich sitzt, ist eigentlich alles gut. So, und jetzt wollen wir auch ein bisschen angeln. Der Köder ist am Grund. Und jetzt nehme ich Fühlung auf, Bügel ist zu, Bremse ist auch dicht. Und jetzt hebe ich das System langsam vom Boden ab und setze es wieder runter. Hebe es wieder an. Und setzt es wieder runter. Die Bisse kommen meistens in der Absinkphase oder wenn der Köder gerade ganz ruhig gehalten wird. Man kann seine Führung auch ein bisschen variieren und ab und zu mal ein paar Varianten in die Führung reinbringen. Einmal starten, zweimal starten den Köder, beziehungsweise mit einem Ruck oder zwei Rucken. Dann kann man ihn wieder ganz gemütlich ablassen. Wichtig ist nur, dass ihr diesen Köder nicht zu sehr anhebt. Sonst verschwindet er aus der Sichtweite des Zanders. Wir wollen die Zander nicht im Mittelwasser erwischen, sondern wir wollen die jagenden Zander am Grund fangen. Beziehungsweise auch die trägen Fische kann man mit diesem System wunderbar überlisten. Heute ist das beste Beispiel. Wir haben den ganzen Tag mit Gummi gefischt, einen Fisch auf Gummi gehabt und einen Biss. Dann haben wir irgendwann mal diese Vertikalsysteme, beziehungsweise die Fireball-Jigs ausprobiert. Und seitdem gibt es eigentlich Biss auf Biss. Heute haben die Fische fast alle in der Ruhephase gebissen. Ich hatte eben einen, der hat von unten gebissen. Da wurde die Schnur auf einmal schlaff. Direkt auf mich zugeschwommen, das war sehr interessant. Mal gucken, ob noch einer kommt. Auf dem Echolot sind relativ viele Fische zu sehen. Es dürfte eigentlich ganz gut funktionieren. Dieses System lässt sich übrigens prima an der toten Rute fischen.